Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Der Entwickler-Livestream ist gerade vorbei. Ihr seht es hier gerade im Hintergrund. Ein kleiner Overview zu Season 4. Und es gab unfassbar viele Änderungen und vor allem auch geile Änderungen im Vergleich zum PTR zur Season 4. Season 4 kommt ja am 14. Mai raus. Ist also echt nicht mehr lang. 10, 11 Tage, dann sind wir endlich in Season 4. Ich werde zu allem ganz kurz erklären, was der Oberbegriff bedeutet. Wenn ihr das genau wissen wollt, vollenden, Herden, die Grube und sowas, dann checkt auf jeden Fall nochmal mein altes Video ab. Habe ich schon vor ein paar Wochen einmal komplett alles erklärt. Aber dass ihr hier in dem Video nur die Änderung mitbekommt und jetzt nicht so viel Zeit darauf verschwendet wird, was das Einzelne ist. Deswegen guckt euch erstmal das Video an von vor ein paar Wochen, damit ihr wisst, was Herden, Vollenden und die Grube ist. Und dann sehen wir hier, was sich alles ändert und mit Season 4 dann neu mit dazukommt. Was wir schon mal wissen, das Ganze nennt sich Loot Reborn. Und am Anfang des Entwickler-Talks wird dann natürlich viel über Recap gesprochen, wie bei der PTR, viel zum Feedback und alles, dass alles super war. Und dann ging es los mit den ersten Änderungen. Erstmal eine Sache, die ich ganz interessant fand: Das ganze Thema Obolusse wurde angepackt. Erstmal werden alle Items, die ihr auf Level 100 von dem Obolus-Händler holt, immer 925 Gegenstandsmacht haben. Das ist schon mal sehr gut. Und der Cap von Obolussen wurde angehoben auf 2.500. Also man hat nicht mehr 1000er Cap, sondern 2.500er Cap. Inwieweit das von den Lilith-Statuen und dem Ansehen an sich mit zu tun hat, haben sie nicht zugesagt. Das werden wir dann sehen am 14., wenn das dann reinkommt, weil die Frage ist natürlich, es gibt Lilith-Statuen, die Obolusse erhöhen, den Cap und nochmal das Ansehen. Ich weiß nicht, ob da schon was geändert wurde oder ob das allgemein geändert wurde, das sehen wir dann erst am 14. Und Obolusse fallen jetzt auch in Nightmare Dungeons, Überstufe 9, 46 und auch in der Grube. Sehr, sehr cool, bedeutet mehr Source, also mehr Quellen von Obolussen. Und es soll auch viel, viel mehr Sinn machen, diese Obolus einzusetzen, weil die Items von dem Obolus-Händler, von dem Kuriositätenhändler, ich glaube, so heißt er auf Deutsch, kann auch geboostete Items fallen lassen. Das bedeutet Items, die 150% mehr auf dem Affix haben als normal. Also sehr coole Änderung und das ganze Thema Obolusse. Dann ging es weiter mit Herden. Sie haben gesagt, dass Rezepte, die jetzt im Spiel sind, das sind irgendwie 260 oder sowas gewesen, werden in Zukunft erhöht, auch mit neuen Seasons. Also da wollen sie auf jeden Fall noch mehr Content reinbringen. Heißt, neue Affixe, die wir durch das Herden reinbekommen können, wird in der Zukunft mehr dazukommen. Sonst wurde leider nichts vom Herden gesagt. Kleiner Reminder übrigens, die Patch Notes sollten jetzt über Nacht rausgekommen sein. Ich werde euch die unten in die Videobeschreibung packen. Wenn ihr da nochmal alles nachlesen wollt, könnt ihr das da auf jeden Fall machen. Vielleicht gibt es da das ein oder andere Wort mehr zum Herden. Aber alle Infos, die ihr von mir jetzt bekommt, ist nur, was ich aus dem Entwickler-Talk bekommen habe. Wenn in den Patch Notes nochmal sehr viele neue Informationen drin sind, werde ich da einfach morgen nochmal ein Video zu machen. Einfach ein Follow dalassen und dann morgen nochmal abchecken. Schauen uns dann an, wenn es da noch mehr Informationen gibt. Dann zum Vollenden. Da wurde vieles geändert. Einmal die Animation ist weg. Von Level 1 bis 3 sieht man nicht mehr diese Animation, dass es vollendet wurde. Man kann diese Vollendung jetzt resetten. Das war auch ein Thema, das ich im PTR hatte. Wenn ihr jetzt ein cooles Item habt und ihr habt es vollendet und ihr habt nicht den richtigen Affix getroffen, hattet ihr keine Möglichkeit, das zu resetten. Das geht jetzt, ist aber nicht umsonst, kostet ein bisschen was. Und die Fail-Chance ist weg. Also es funktioniert jetzt immer 1 bis Level 12, kann jetzt nicht mehr failen, sondern ihr habt immer 100% Success-Chance. Also es wird immer ein Level höher gehen, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass das Ganze nicht funktioniert. Trübe Kristalle war auch ein Mega-Problem im PTR, das wurde auch angegangen. Die Kosten sind jetzt sehr, sehr, sehr viel geringer. Gerade auch, wenn man Aspekt einprägt, wurden die Kosten reduziert. Aber auch die Quellen, wo man trübe Kristalle herbekommt, wurden erhöht. Und auch die legendären Items, die man zerstört, geben jetzt auch trübe Kristalle. Dann noch eine coole Sache, wenn ein Shiny, so nenne ich es ja, ein 150% Boost-Item fällt, gibt es jetzt eine andere Animation und diese römischen Zahlen sind weg. Da ist jetzt so ein cooler Stern. Finde ich auf jeden Fall besser, das mit römischen Zahlen und auch im Inventar. Konnte man leider nicht so gut sehen, fand ich. Wurde jetzt auf jeden Fall besser
gemacht und die visuelle Erscheinung ist auf jeden Fall jetzt sehr viel besser. Dann gibt es eine riesige Änderung zur Rüstung. Das war ja in der Vergangenheit nicht so ganz durchschaubar, wie die Rüstung funktioniert. Und da haben sie ein cooles Bild gezeigt. Ich blende das hier einmal ein. Und zwar geht es darum, dass der Rüstungswert auf 85% gekappt ist. Das heißt, ihr könnt natürlich niemals so viel Rüstung haben, dass der Gegner euch keinen Schaden mehr macht. Also der physische Resistance Cap ist bei 85%. Und je nachdem, welches Level der Gegner hat, müsst ihr eine bestimmte Anzahl an Rüstung haben. Das war mir als Streamer bekannt, weil mir das andauernd im Chat gesagt wurde. Aber ich glaube, hätte ich die selber nicht gestreamt, hätte ich das nicht gewusst. Und jetzt wird das in den Tooltips angezeigt, dass man, wenn man ein Level 100er Monster bekämpft, braucht man nur 9200 Rüstung, um den maximalen Cap zu bekommen. Und bei 150er Monstern sind 12.960. Das bleibt auch so alles, wie es ist. Aber in Season 4 kommt jetzt halt dieser Tooltip mit dazu, dass man das sieht und ein Cap. Also es wird irgendeine Grenze geben an Armor, die ihr nicht mehr überschreiten könnt. Das heißt, wenn ihr 12.960 Armor habt und dann ein weiteres Item mit Rüstung anzieht, dann wird das nicht mehr. Die Armor ist da gecapped. Auf jeden Fall sehr gute Änderung für Season 4. Weitere Caps kamen rein. Viele Caps, haben nicht alle gesagt, aber ein Beispiel, sowas wie Cooldown Reduction Cap 75%, macht ja auch Sinn. Cooldown Reduction auf 100% würde ja keinen Sinn machen, da könnte man ja die ganze Zeit irgendwelche Cooldown-Fähigkeiten einsetzen. Die Area Size ist auf 100% gecapped, das bedeutet sowas wie ein Pulverisieren. Die Area kann nicht mehr als doppelt so groß sein. Und wie gesagt, die ganzen Tooltips werden das dann auch anzeigen. Also insgesamt wurden die Tooltips, also das Hovern über die einzelnen Werte stark verbessert, dass man das mehr versteht, was da eigentlich gemeint ist. Dann gab es viele, viele Änderungen zur Höllenflut. Ah ne, noch eine Sache zur Stählung. Stählung war vorher 10% Schadensreduzierung, wurde erhöht auf 15% Schadensreduzierung. Auch interessant. Und dann, wie gesagt, Änderungen zur Höllenflut. Insgesamt soll mehr Glut fallen. Das war ja auch ein Thema, was ich hatte. Ich hatte zwar schon das Gefühl, dass viel, viel, viel mehr Gegnermassen sind, aber nicht mehr Glut gefallen ist. Das war schon ein bisschen komisch. Das wurde angepasst. Die Glut soll jetzt wieder mehr fallen. Der Loot von dem Altar, da wo man diese Herzen reinschmeißt, wurde extrem erhöht. Fand ich auch, dass der Loot da nicht so ganz krass war. Vor allen Dingen auch, wenn man alle drei Altare selber zündet, kriegt man nochmal einen extrem krassen Boost am Loot. Vor allen Dingen gibt es dort auch Bossmaterialien, bedeutet das exquisite Blut, Scherben und die ganzen Materialien für Andariel und für Duriel und auch für die Endbosse können dort fallen, sehr, sehr cool. Und auch das Kistenöffnen von den Höllenflutkisten wurde halbiert. Vorher waren es 3 Sekunden, jetzt sind es nur noch 1,5 Sekunden. Finde ich auch sehr gut. Und auch, man hat ein bisschen mehr Polster. Also wenn man angegriffen wird, wenn man eine Kiste öffnet, wird das nicht sofort interrupted, sondern da habt ihr ein bisschen mehr Schaden, den ihr einstecken könnt und die Kiste trotzdem öffnen könnt. Gerade da, das Problem hatte ich auch, weil viele, viele Gegner sind und immer wieder neu kommen, hatte ich ein bisschen das Problem, dass ich oft interrupted wurde, wenn ich so eine Kiste öffnen wollte. Dann gab es erste Informationen zu Season 4. Erstmal ein ganz krasser Downer, denke ich. Es gibt keine Season 4 Powers. Also wie in Season 1 mit den boshaften Herzen, Season 2 mit den Vampirmächten oder Season 3 mit den Sentinel, wird es in Season 4 kein explizites Power-Item, Power-Fähigkeit oder sowas geben. Mit den kommenden Seasons wird es das wieder geben, aber für Season 4 gibt es das nicht. Nichtsdestotrotz gibt es eine Season 4 Journey, Call of the Wolves, Iron Wolves, da hatten wir ja schon mal ein paar Leaks zugesehen. Die Season Journey gibt es auf jeden Fall, hat wohl viel auch mit der Höllenflut zu tun. Da gibt es auch viele Belohnungen, da will ich gar nicht so viel drauf eingehen. Ich finde, die Season sollten wir erleben, wenn sie da ist. Aber da wurde einiges zugesagt, was in der Season reinkommt. Aber wie gesagt, es gibt keine explizite Season 4 Power. Eine Sache, die ich ganz cool fand von der Season, war so ein Battle Pass, den kann ich hier gerade mal einblenden. Bedeutet, wenn wir in der Season spielen, gibt es einen Battle Pass, den wir voll machen können und da gibt es dann verschiedene Items. Auf jeden Fall sehr cool. Es gibt ein neues Item, der Mind Cage, den fand ich sehr spannend. Den kann man einsetzen,
Und dann gibt es in der Höllenflut mehr Glut und die Gegner sind 10 Level höher. Das Ganze für eine Stunde. Diesen Mindcage gibt es in Weltstufe 3 und 4 aus der Höllenflut. Und auch in der Season Journey gibt es den. Kann man auch in Weltstufe 1 und 2 einsetzen. Aber finden tut man ihn nur in der Höllenflut in Weltstufe 3 und 4. Dann gab es noch eine Änderung zur Grube. Die Grube wird schwerer gemacht. Die Items zum Vollenden gehen jetzt von Stufe 1 bis 30, 30 bis 60 und 60 plus. Das war vorher 10 Level tiefer, also 10 Gruben, Pit-Stufen tiefer. Das wurde ein bisschen erhöht. Und es wird allgemein ein wenig schwerer, weil die ganzen krassen Leute da draußen, die Pit-Stufe 200 easy peasy gemacht haben, das wird auf jeden Fall verstärkt bzw. schwerer gemacht. Dann noch eine sehr coole Sache: Die Glyphenerfahrung in Nightmare Dungeons wurde nochmal um 25% erhöht. Wurde ja, glaube ich, mit Season 2 einmal erhöht. Jetzt nochmal erhöht um 25%. Der 200er Boss-Gegner kostet jetzt nur noch dreimal so viele Boss-Items, gibt aber trotzdem noch fünfmal so viele Items als Loot. Also auf jeden Fall sehr sinnvoll, den zu machen. Und es bleibt auch dabei, dass das erste Mal das Besiegen eines dieser 200er Bosse gibt einen Funken. Uber-Lilith gibt jetzt auch einen Funken. Und eben am Ende der Season Journey gibt es auch einen Funken. Wenn man dann ein einziges Uber-Unique findet und das zerstört, hat man 4 Funken zusammen und kann sich damit sofort ein Uber-Unique craften, das was man will. Stellt euch also vor, ihr habt Uber-Unique gekillt, Uber-Unique, ihr habt Uber-Lilith gekillt, ihr habt einen 200er Boss gekillt und ihr habt die Season Journey durch, dann habt ihr 3 Funken. Dann findet ihr ein Uber-Unique, egal welches. Und könnt euch sofort das Uber-Unique bauen, was ihr wollt. Vielleicht das neue Tyrells Macht oder den Großvater oder. Da könnt ihr ja dann alles craften, was ihr wollt. Nochmal zur Erinnerung: Uber-Uniques haben ja immer Max-Rolls. Das bedeutet, das macht auf jeden Fall Sinn, sich diese 3 Funken zu holen, um dann mit dem allerersten Uber-Unique, was ihr von Andaril oder von Duril oder von den anderen Endbossen bekommt, da komme ich gleich drauf zurück, da könnt ihr sofort das Uber-Unique machen, was ihr wollt. Alle Endbosse haben jetzt eine Chance, ein Uber-Unique fallen zu lassen. Nicht nur die Level 200er, die ja sowieso die Chance hatten, sondern auch die normalen. Weniger als Duriel, aber trotzdem ein Uber-Unique-Chance. Wenn ihr mich fragt, es klang so nach 0,5 bis 1% Chance. Bedeutet 100 mal Warschan machen und man könnte vielleicht ein Uber-Unique bekommen. Und dann gab es noch 2 Sachen im Q&A, die ich ganz interessant fand. Eine Sache habe ich schon gesagt, es gibt keine Power für Season 4, bedeutet keine extra zusätzliche Fähigkeit, Item, außer dieser Mindcage für Season 4. Und Season 4 wird eine Woche kürzer sein als normal, also Season 5 eine Woche vorher da als normal. Overall auf jeden Fall sehr, sehr coole Änderungen. Da kommt noch viel, viel mehr dazu. Ich bin gar nicht auf die Balance-Änderungen eingegangen zu den ganzen Klassen, da gab es auch ganz viel. Ich sage nur Dust Devils, da wurde natürlich krass genervt. Die Companions wurden insgesamt gebufft, da wurden aber viele, viele Balance-Änderungen gemacht. Das wäre auf jeden Fall ein eigenes Video wert. Guckt euch die Patch-Notes an, die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr da nochmal ganz genau nachlesen wollt. Ich finde so Balance-Änderungen gar nicht so spannend, weil ich in eine Season da gerne reingehe und so nehme, wie es ist. Da bin ich nicht so interessiert an den Balance-Änderungen. Aber wenn ihr dazu noch ein Video haben wollt, wo ich auf einzelne wichtige Punkte eingehe, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Allgemein gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr hyped seid auf Season 4, weil ich bin extrem gehyped. Wenn ihr noch einen Clan sucht, kommt in den Clan oder in den Discord, würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten, wenn ihr nichts verpassen wollt, da wird es bestimmt das ein oder andere Info-Video vor Season 4 geben. Das nächste, das Hype-Video, um euch richtig einzuheizen für Season 4, dann gerne den Kanal abonnieren und ansonsten würde ich mich wie immer natürlich über ein Like freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.